Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop von Lüdemann und Zanke AG. Wie in einem anderen Video schon gezeigt, gibt es einen Renault Sport Schaltknauf 5-Gang. Da wollen wir natürlich nicht auf den 6-Gang verzichten. Bei diesem fehlt natürlich hier unten die Erweiterung, wie beim 5-Gang. Allerdings hat dieser dann auch dementsprechend die Nut umlaufend im Schaltknauf drin, um die Rückwärtsgangsperre aufzunehmen. Das ist wichtig, weil anders funktioniert es nicht. Zur Montage ist relativ einfach. Man muss ein bisschen Kraft aufwenden, um diesen Schaltknauf jetzt abzubekommen. Man sollte ihn möglichst gerade nach oben abziehen, möglichst im zweiten Gang von der Fahrerseite. Und aufpassen, es löst sich relativ ad hoc, nicht, dass man sich selber irgendwie die Hände ins Gesicht haut oder dergleichen. Ich versuche das jetzt mal als Vorführeffekt das erste Mal und dann wollen wir mal schauen, ob ich den runterkriege. Und da ist er auch schon. Und die Feder fällt manchmal weg. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Ganze ist dann auch recht locker hier. Die Feder wieder reintun. Das ist der serienmäßige Schaltknauf. Und den kriegen Sie dann relativ schnell getauscht durch den Renault Sport Schaltknauf. Aufsetzen. Ich mache ihn jetzt absichtlich nicht fest, weil der sitzt bombenfest dann und dann habe ich wieder das Problem, ich muss ihn wieder abziehen. Das möchte ich nicht so oft beim Neufahrzeug machen, wie dieses eins ist. Und das ist nicht so gut dann. Schalten, gar kein Thema. Rückwärtsgangsperre wird aufgenommen durch den Schaltknauf, zu 100% kompatibel. Wenn ich jetzt hier oben einmal richtig drauf haue, dann sitzt dieser Schaltknauf absolut bombenfest auf dem Schaltgestänge und sieht sehr gut aus. Passend natürlich dann dementsprechend zum Innenraum vom Megane 3. Schaltknauf ist dann dementsprechend für sämtliche 6-Gang-Getriebe. Ich setze jetzt mal den serienmäßigen Schaltknauf wieder auf. Einfach nur ein bisschen runterhalten und einen drauf. Das war's. Und genauso funktioniert das mit dem Renault Sport Schaltknauf. Ist dann auch bombenfest. Sie müssen jetzt wieder ordentlich kräftig ziehen, um diesen wieder abzubekommen. Schaltknauf ist dementsprechend kompatibel zu sämtlichen neuen Renault-Modellen wie Clio 3, hat glaube ich auch 6-Gang-Getriebe. Dann hätten wir da noch Scenic 3, passt dort auch dementsprechend auf. Es ist mir aufgefallen, bei Laguna 3 zum Beispiel, wenn man es dort montiert, entsteht hier im unteren Bereich eine leichte Kante, dann sieht man die Federung. Das gefällt nicht jedem. Also es ist eine leichte Kante, die man dann noch sichtbar behält bei Montage dieses 6-Gang-Schaltknaufes. Ich sage das nur vorab, weil einige schon diesen Schaltknauf dann für den Laguna 3 auch bestellt haben, denen das natürlich nicht gefallen hat, dass da drunter noch etwas sichtbar ist. Auf jeden Fall bei Megane 3, Clio 3 wie auch Scenic 3 ist davon überhaupt nichts zu sehen. Also zu 100% kompatibel dieses Teil. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video dementsprechend weiterhelfen, dass man sehen kann, wie schnell und einfach man den Innenraum eines Fahrzeugs optisch aufwerten kann. Einen schönen Tag noch.